Und dadurch auch, wenn man es jetzt aus Patientensicht sieht, auch gewisserweise mehr Möglichkeiten hat, sich an dem Prozess auch zu beteiligen. Und das Stichwort Patient Empowerment ist ja heutzutage auch sehr in Mode gekommen. Die Patienten oder eigentlich, also die Menschen, die Bevölkerung nimmt auch gerne ihre eigene Gesundheit mehr in die Hand. Und diesen Trend sozusagen fanden wir sehr spannend und sehr wertvoll und wollten den sehr stark unterstützen durch die Vitalitus. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Veronika Schweikart ist 31 Jahre alt, sie ist in Augsburg geboren, wohnt in München, hat den Bachelor für Global Business Management in Augsburg gemacht, den Master für Betriebswirtschaftslehre in München und einen Zusatzstudiengang Technologiemanagement an der CDTM in München. Dieses Studium, diesem Studium hat sich zu verdanken, dass sie ihre beiden Mitbegründer für Climedo Health dort kennengelernt hat. Climedo Health ist eine intelligente Plattform für die beschleunigte Durchführung von klinischen Studien in einem ganzheitlichen System. Was das ist, darüber spreche ich mit Ihrem neuen Business Talk Podcast. Und jetzt wünsche ich euch allen ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Business Talk Podcast. Climedo Health ist ein klassisches Gesundheits-Startup. Denke groß, starte klein, bewege dich schnell, also think big, start small, move fast. Und das ist das Thema, über das ich auch mit Veronika hier im Business Talk Podcast sprechen werde. Wir sprechen aber auch darüber, wie man im Bereich der digitalen Gesundheit den Menschen, also den Menschen dahinter, das ganze Thema Digitalisierung nahebringen kann, welche Aufgaben uns da in Zukunft noch erwarten und welche Herausforderungen es aber auch dazu zu bewältigen gibt. Ein sehr tolles Interview geworden, wie das sehr häufig gewesen ist. In der letzten Zeit kennen wir uns noch nicht persönlich. Wir haben uns auch über das Thema Zukunftsmedizin digital kennengelernt und ich habe sie dann hier in den Business Talk Podcast eingeladen und es ist ein ganz tolles Interview geworden. So, herzlich willkommen zurück an alle, die sich immer wieder freuen, den Business Talk Podcast zu hören. Ich habe heute eine sehr interessante Interviewpartnerin, Veronika Schweikart, und wir werden heute mal sprechen über das Thema digitale Gesundheit, Startups in der Gesundheitsbranche. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns ja auch noch nie persönlich getroffen, immer nur digital oder über Zoom jetzt. Wir steigen einfach mal ein mit der Einstiegsfrage. Wer ist Veronika Schweikart? Was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, Oliver. Ich würde mich wahrscheinlich mit drei vor allem Leidenschaften beschreiben, die mein Leben prägen. Das ist zum Ersten mein Beruf, den ich schon fast als Berufung sehe. Dann auch Sport ist ein wichtiger Faktor und Reisen, wenn auch nur in die Berge für einen Tag in der heutigen Zeit. Aber das sind trotzdem so die drei Aspekte, die ich jetzt vor allem mal hervorstellen möchte. Zum Thema Beruf. Ich bin Mitglied der Geschäftsführung bei Climedo Health, einem Softwareunternehmen aus München. Dort verantwortlich für Personal, Marketing und Vertrieb bzw. Geschäftsentwicklung. Und ich versuche trotz des hohen Arbeitspensums dann auch immer genug Zeit für meine Freizeit zu nehmen als einen gewissen Ausgleich. So gut wie jeden Tag mache ich Sport, zum Beispiel Laufen, Schwimmen, Tennis. Ich hatte auf einen Triathlon trainiert, der dann leider erstmal abgesagt wurde, aber ich hoffe, dass ich den im Herbst nachholen kann und gehe dann gerne am Wochenende auch in die Berge oder raus zum Frischlufttanken. Ja, und zum Thema Reisen, da haben mich auch andere Kulturen schon immer sehr fasziniert. Ich war mit 16 auf einem zweimonatigen Schüleraustausch in Neuseeland und seitdem habe ich große Liebe für Down Under, Australien und Neuseeland bekommen
und finde es einfach sehr bereichernd, in andere Länder zu reisen und andere Kulturen kennenzulernen. Und wie gesagt, es ist auch innerhalb Deutschlands möglich, denke ich. Es gibt viele Unterschiede, auch regional. Ja, wir haben kurz in unserer kurzen Einstiegsrunde gerade schon besprochen, am Wochenende, wir nehmen das jetzt kurz nach Pfingsten auf, wart ihr ein bisschen wandern, also auch da ist das Thema Reisen wieder nicht zu kurz gekommen an dem Wochenende. Ist das für dich ein Ausgleich? Du hast es gerade schon gesagt, auf der einen Seite ein großer beruflicher oder eine große berufliche Herausforderung, auf der anderen Seite Sport, Reisen, ist das ein Ausgleich, den du brauchst oder den vielleicht auch man braucht, damit man das eine und das andere gut miteinander verbinden kann? Absolut, ja, und ich bin auch wirklich überzeugt davon, dass man nur mit einer gewissen Portion an Spannung und dann auch wieder Entspannung weiterkommt. Das ist auch ein Konzept aus dem Sport. Ich hatte in der Schule Leistungskurs Sport und habe da dieses Konzept von der Muskelkontraktion und eben auch Entspannung gehört und finde ich echt interessant, das auch auf sein Leben zu beziehen. Ich merke einfach, wie ich durch einzelne Tage eben, die ich immer einfach abschalte, dann am Wochenende schon wieder total viel Energie tanken kann und dann aber auch globaler gesehen dann aufs ganze Jahr, finde ich so toll, meistens zur Zeit über Weihnachten und Silvester dann mal 2 oder 3 Wochen wirklich mal rauszukommen und dort wird man auch weniger mit E-Mails bombardiert und es tut einfach extrem gut, da dann mal auf andere Gedanken zu kommen und man kommt dann richtig frisch und erfüllt und mit sehr, sehr vielen neuen Ideen vor allem auch wieder zurück ins neue Berufsleben. Das ist wirklich was sich durchzieht, wenn man gerade mit Unternehmern oder mit Unternehmerinnen spricht, die das auch immer wieder bestätigen, zu sagen, wie wichtig auf der einen Seite die Anspannung, aber auf der anderen Seite die Entspannung ist. Ich habe gerade ein Buch dazu gelesen, Das perfekte Mindset, da geht es genau um dieses Thema, wie wichtig oder was man als Unternehmer auch aus dem Sport lernen kann. Dass wirklich aktive Erholung, so wie du es gerade beschreibst, ja wirklich super wichtig sind. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, ich habe auch mal Sport studiert. Also von daher ist das auch ein Thema, was mich immer wieder begleitet. Es ist natürlich schwer, weil ich muss mich zwingen dazu, tatsächlich die Pausen auch zu nehmen und die Pausen dann auch zu genießen. Also nicht dann in dieser Pause wieder so angespannt zu sein, dass es man sich immer wieder schnell wieder in die Arbeitswelt bringen will. Aber es gibt da sehr interessante Studien zu. Deshalb freue ich mich sehr, dass du das auch bestätigst. In der Vorstellungsrunde, die ich ja schon vorab geschaltet habe, ist mir nochmal selber auch aufgefallen, du bist beruflich oder von deinem Studium, von deiner Ausbildung auch ein bisschen breiter aufgestellt. Du hast zum Beispiel ein Zusatzstudium gemacht, Technologiemanagement in München. Wie ist es dazu gekommen? Hast du das bewusst gewählt, hast du gesagt, dass ich möchte über den Tellerrand hinausblicken? Ja, absolut. Ich hatte eben ursprünglich dann, nachdem ich so kulturell begeistert war und auch Sprachen noch weiter vertiefen wollte, ich war auf einem neusprachlichen Gymnasium, hatte ich mich dann für Global Business Management entschieden. Das hatte ich noch in Augsburg studiert. Und dann habe ich aber wirklich gemerkt, dass mir so diese Innovations- und Digitalisierungskomponente etwas fehlt, weil mich das auch dann schon in meiner Freizeit und über unterschiedlichste Einblicke sehr fasziniert hat. Ich hatte da wirklich das Gefühl, wow, mit digitalen Technologien kann man wirklich das Leben von sich selbst, aber auch von anderen Leuten vereinfachen und war dann sehr froh, als ich von diesem Studiengang gehört hatte, als ich an der LMU in München dann meinen Master gestartet hatte. Den Master hatte ich in Betriebswirtschaftslehre gemacht und das Zusatzstudium hieß dann eben Technologiemanagement. Was da besonders schön war, war, dass Studenten von den unterschiedlichsten Fachrichtungen zusammengekommen sind. Das heißt, ich musste nicht zu einem Techie werden oder zu einer Informatikerin. Ich glaube, das wäre dann auch im Masterstudium ein bisschen, also vielleicht nicht zu spät gewesen, aber ich hatte schon trotzdem auch eine Faszination für das Thema Betriebswirtschaftslehre, Vertrieb, Marketing, Personal. Und deswegen wäre es, glaube ich, nicht das Richtige für mich und meinen Charakter gewesen, so voll in die Tiefen der Informatik zu tauchen. Aber ich fand es eben sehr spannend, diese Einblicke zu bekommen und vor allem auch mit Personen und Menschen aus diesem Bereich zusammenzuarbeiten. Und da ist man wirklich sehr schön in dieses Thema reingekommen und konnte dadurch dann auch gemeinsam an Projekten arbeiten, aus denen dann wirkliche Produkte entstanden sind, weil man plötzlich alle Fähigkeiten zur Verfügung hatte. Jetzt bist du ja im Bereich der digitalen Gesundheit unterwegs. Vor 3 Jahren, glaube ich, ein Start-up gegründet für die Gesundheitsbranche. Du kommst nicht aus der Gesundheitsbranche, deine beiden Mitbegründer, ihr seid insgesamt zu dritt auch nicht.
Ich habe aber im Vorfeld auch gelesen, dass du durchaus der Meinung bist, und das würde ich sofort teilen, dass es nicht unbedingt entscheidend ist, dass man, wenn man gerade im Bereich Digital Health unterwegs ist, zwingend aus der Gesundheitsbranche kommen muss. Wie ist das gekommen? Beschreib doch mal den Weg so ein bisschen dahin. Ja, genau. Wir hatten uns auch alle an diesem CDTM kennengelernt, wir drei Gründer, also bei diesem Zusatzstudium. Und sind dann aber erstmal nochmal eigene Wege jeweils gegangen. Ich hatte dann schon direkt nach dem Studium ein eigenes Startup gegründet, auch im Bereich Digitalisierung, aber wir dann eher ein digitales Tool für Wissensmanagement gemacht, also ganz generische Branche. Und meine beiden heutigen Mitgründer hatten als Head of Sales beziehungsweise als Head of Mobile Development bei Konux und Foodora, also es sind jeweils zwei Startups gewesen, hatten sie sehr als erste Mitarbeiter dann ihren Berufseinstieg gemacht. Und die beiden hatten sich dann nach gut eineinhalb Jahren dann in ihrem jeweiligen Beruf zusammengetan und wollten mit digitalen Technologien mal was Sinnvolles machen. Und ich bin dann kurz danach auch dazu gekommen. Und ja, wir hatten alle drei gesagt, wir merken, dass eben digitale Technologien extrem wertvoll für unser Alltagsleben, aber auch unser Berufsleben sind. Und wollten auch möglichst wirklich da ganz nah an der Innovationsfront arbeiten. Also auch wirklich nicht nur digitalisieren im engsten Sinne. Also auf Englisch gibt es eine schöne Unterscheidung zwischen Digitize, das heißt wirklich, man macht eben Papier zu Digitalem, also man bringt es in die digitale Welt, und dann aber der nächste Schritt ist dann Digitalization, und das ist dann wirklich das Ausschöpfen von den Möglichkeiten, die digitale Tools bieten. Mhm. Darüber hinaus, also zum Beispiel, dass man, wenn man auf Papier was ausfüllt, kann man reinschreiben, was man will. Wenn man das auf digitale Tools überträgt, dann kann da im Hintergrund schon mal ein Mechanismus sein, der schaut, ob das alles richtig ist und mitdenkt und dann entsprechend auch Bescheid gibt, wenn es einen Fehler gibt oder einen vermeintlichen Fehler. Mhm. Also so diese Art der Ausschöpfung von digitalen Medien und Tools wollten wir vorantreiben, und zwar auf eine Branche, die wirklich noch Bedarf hat, und da müssen wir nicht weit schauen. Wir haben eigentlich uns relativ schnell auch auf den Medizinbereich fokussiert, weil das für uns eine sehr faszinierende Branche ist und gleichzeitig auch eine Branche, wo wir leider aus persönlichen Gründen auch Erfahrungen machen mussten. In meinem Fall war es zum Beispiel mein kleiner Bruder, der hatte mit 7 Jahren Leukämie bekommen und hat das alles gut überstanden. Deswegen ist es umso schöner zu sehen, dass es damals auch geklappt hat. Aber er hatte schon extreme Nebenwirkungen und musste sehr kämpfen mit der Chemotherapie. Und als ich gehört hatte, dass es jetzt so viele neue Möglichkeiten gibt, um da neue Therapien einzusetzen, die sehr viel personalisierter sind, für die man dann eben klinische Studien durchführt. Und wir wussten, wir sind eben keine Mediziner, deswegen können wir uns nicht rausnehmen, da jetzt wirklich an dieser chemischen Zusammensetzung zu arbeiten. Ich glaube, da hätten wir wirklich ein Zusatzstudium gebraucht. Aber wir dachten uns, warum nicht die digitalen Medien dafür einsetzen? Und das ist unsere Expertise gewesen. Und wir merken wirklich, wenn wir uns das Wissen zusammen mit Medizinern aneignen und anschauen und wirklich da im engen Austausch mit ihnen sind, dann ist das eine ganz tolle Symbiose, und dafür braucht man dann nicht unbedingt ein Medizinstudium. Sehr schöner Ansatz, zumal auch natürlich die persönliche Geschichte einen nochmal so ein bisschen mehr beflügelt. Jetzt ist Klimedo, ich habe es mir aufgeschrieben, eine intelligente Plattform für die beschleunigte Durchführung von klinischen Studien. Das Thema klinische Studien ist genau an dieser Stelle natürlich insofern von Bedeutung, weil diese normalerweise sehr lange dauern, sehr langwierig sind, wahrscheinlich dann auch teilweise eine hohe Fehlerquote haben. Wo war euer Ansatz zu sagen, wir möchten das Ganze beschleunigen? Und ich habe mir dazu auch noch aufgeschrieben, ihr habt das als ganzheitliches System gesehen, beziehungsweise seht es als ganzheitliches System. Beschreibt das doch mal bitte so ein bisschen. Genau, also das ganzheitliche System ist uns sehr wichtig, weil wir eben sehr früh gemerkt haben, dass gerade auch Studien ein starkes Zusammenspiel zwischen allen Akteuren sind. Also man fängt an beim Hersteller, der eine innovative Therapie oder ich sag mal ein Medizinprodukt zum Beispiel entwickelt hat. Dann geht es weiter zu den Ärzten und den medizinischen Fachangestellten, die
dann eben stark involviert werden, um dann eigentlich diese neuartige Therapie oder das Produkt anzuwenden an den Patienten. Und das ist dann auch schon der dritte Akteur. Und dann gibt es oft noch Dienstleister, die dort unterstützen, um das Ganze ein bisschen reibungsloser durchzuführen. Aber die Kommunikation ist da sehr oft sehr schwierig und es entstehen sehr viele Engstellen im ganzen Prozess. Und gerade wenn eben da dann auch alles noch analog abläuft, dann gibt es großes Hin und Her und sehr viel fehlende Transparenz. Und genau in diesem Ansatz wollten wir Verbesserungen schaffen und diese Zusammenarbeit von allen Beteiligten unterstützen. Also das ist so der eine große Bereich, in dem wir wirklich eben eine Plattform schaffen, deswegen auch dieser Plattformgedanke, in dem dann die unterschiedlichsten Akteure auch jeweils einen eigenen Account haben, also sozusagen eine eigene Möglichkeit, sich in dem System zurechtzufinden und das auch zu nutzen. Und dadurch auch, wenn man es jetzt aus Patientensicht sieht, auch gewisserweise mehr Möglichkeiten hat, sich an dem Prozess auch zu beteiligen. Und das Stichwort Patient Empowerment ist ja heutzutage auch sehr in Mode gekommen. Die Patienten oder eigentlich, also die Menschen, die Bevölkerung, nimmt auch gerne ihre eigene Gesundheit mehr in die Hand. Und diesen Trend sozusagen fanden wir sehr spannend und sehr wertvoll und wollten den sehr stark unterstützen durch die Digitalitus. Kannst du vielleicht nochmal für alle die vielleicht nicht so tief im Thema sind, dass diesen Prozess vielleicht so einfach, wie es denn geht, beschreiben? Also gerade wenn du sagst, vieles ist am Patienten ausgerichtet, weil der Patient eben auch anspruchsvoller wird, weil der Patient informierter ist. Also wenn wir jetzt mal das Thema Pharma oder du hast gerade gesagt, Hersteller von Medizinprodukten oder dann Arzt und in der letzten Folge dann der Patient, alle sind ja beteiligt. Jetzt bringe ich als Pharmaunternehmen, möchte ich gerne habe ein neues Produkt am Markt, was durchlaufen ist und geht jetzt in das Thema klinische Studie. Wie unterstützt er da konkret? Genau, also was wir dann vor allem machen, ist, dass man, wenn man zum Beispiel eben als Pharmaunternehmen dann ein neues Produkt hat und das erstmal testen möchte, dann ermöglichen wir diese eigentlichen Fragestellungen zum Produkt, also um zu beweisen, dass das Produkt sicher ist und auch leistungsfähig ist, um diese Fragestellungen dann wie in Form von einem digitalen Fragebogen eigentlich abzubilden. Das kann man sich so vorstellen. Das heißt in der Fachsprache ECRF-System, also Electronic Case Report Form. Aber letztlich eben, um es einfach darzustellen, kann man sich wirklich vorstellen wie ein Fragebogen, den eben die verschiedensten Akteure ausfüllen sollen. Meistens war das bisher immer die Klinik, die dann einen Patienten aufnimmt. Also insgesamt muss man immer, je nach Studienstatus und Fortschritt, nimmt man zwischen, sagen wir mal ganz grob, 10 und vielleicht 2000 Patienten auf, manchmal sogar noch mehr, wenn es eine ganz, ganz große Studie ist. Und dann aber eben jeder einzelne Patient wird dann eben behandelt mit dem jeweiligen neuen Produkt. Und dort werden dann ganz viele Fragen zum Patienten eben eingetragen. Also die demografischen Merkmale sind natürlich sehr wichtig, um Vergleiche zu stellen. Dann aber auch, was denn eben die Indikation ist, also was für eine Krankheit jetzt behandelt wird, wie viele Tabletten zum Beispiel der Patient bekommen hat und wie das Produkt oder die Therapie anschlägt. Also da gibt es dann eben verschiedenste Fragen. Und das ist auch sehr wissenschaftlich und natürlich muss man dafür auch erstmal das Studiendesign aufsetzen. Alles, was ins Inhaltliche geht und ins Statistische, da haben wir auch ein großes Partnernetzwerk, das heißt, dort unterstützen die. Aber letztlich könnten auch unsere Partner oder unsere Kunden unser Tool selbstständig nutzen. Das heißt, wir sind nicht sozusagen die Barriere, dass wir immer alle Fragebögen eben aufsetzen müssen für Sie, wie so eine Dienstleistung, sondern wir stellen eigentlich den Baukasten zur Verfügung. Das heißt, man kann mit unserem System relativ selbstständig sich diese Fragebögen aufsetzen. Das kann man sich wirklich vorstellen über Drag and Drop. Also man zieht sich aus einer Liste an möglichen Formularfeldern einfach das Nötige rüber, ob es Freitextfeld ist oder Multiple Choice oder ein Zahlenfeld und hat dann eben Schritt für Schritt sich seinen persönlichen Fragebogen aufgesetzt als eben Hersteller oder auch Arzt. Man kann auch als Arzt selbstständig eben Forschung betreiben mit unserem Tool und kann dann eben diese ganzen Fragen ganz schön betreut im Prozess durchführen. Und das Schöne ist eben auch, dass der Patient jetzt auch ganz selbstständig seine
die benötigten Antworten auf Fragen geben kann. Also es wird da immer wieder die Lebensqualität erfragt des Patienten und auch andere Bereiche. Das kann der Patient bequem von zu Hause machen über seine eigenen Login-Daten oder auch komplett ohne Login, weil er einen personalisierten Link per SMS oder E-Mail bekommt. Das heißt also, wenn ich jetzt mal das runterbreche, weil hier viele Ärzte zuhören, die in der ambulanten Versorgung tätig sind, die aber mit ihren Patienten Studien durchführen wollen oder bereit sind, etwas zu erforschen, die müssen den ganzen, ich nenne es jetzt mal bürokratischen Aufwand oder können den ganzen bürokratischen Aufwand deutlich reduzieren, indem sie auf euer Tool oder mit eurem Tool zusammenarbeiten und sich im Grunde selber für ihren Bereich einen Fragebogen erstellen. Ich nenne es jetzt mal Fragebogen, weil du hast auch davon gesprochen. Genau. Und dann tatsächlich mit den Patienten zusammen diese Studie durchführen. Wie auch immer. Und die ist einfach runtergebrochen. Also ich brauche tatsächlich keinen großen Verwaltungsaufwand dahinter. Es ist ein einfaches Tool. Es wird runtergebrochen. Und ich kann unmittelbar mit meinen Patienten damit in Kontakt treten. Kann denen, wie läuft das dann, eine Verlinkung geben. Weil die Patienten können das von zu Hause aus machen. Und es ist eben einfach. Und die Daten werden zentral gesammelt und dann ausgewertet, richtig? Ganz genau. Das ist dann der nächste Schritt, nachdem die Daten möglichst einfach erhoben wurden, wo wir schon eben am Prozess ansetzen und den erleichtern und beschleunigen wollen, geht es dann auch um die Datenkonsolidierung und Sammlung. Also man kann sofort die Antworten einsehen, wenn man natürlich die Rechte dazu hat, und kann dann entsprechend Vergleiche ziehen, kann filtern, kann sich das Ganze in visualisierten Dashboards anzeigen lassen und hat dadurch alles an einem Ort. Und das spart natürlich dann auch wieder enorm Zeit in der eigentlichen Datenauswertung. Absolut. Das ist eben dann eben, ich habe vorhin gesagt, die sind das, was ich mir aufgeschrieben habe, die beschleunigte Durchführung von Studien. Das ist ja genau das, was dahinter steht. Und dann, inwieweit gibt es Vergleiche oder gibt es das überhaupt? Ist das möglich? Also es hat jemand ähnlich geforscht in der und der Richtung, immer Diabetes-Studie. Kann man Vergleiche ziehen, horizontal, vertikale Vergleiche mit der Benchmark? Gibt es da irgendwas? Wir hatten mal einen Vergleich angesetzt. Damals hatte der Kunde im Vergleich noch Excel verwendet, aber tatsächlich müssen wir sagen, dass wir an den Studien und Bereichen ansetzen, wo Papier und Excel nur unsere größte Konkurrenz sind. Also wir sagen immer, wenn jemand schon digital ist, dann ist es super. Vielleicht kann es noch besser gehen, aber das sind dann oft kleine Nuancen. Aber gerade in der akademischen Forschungswelt, wo wir ursprünglich herkommen, weil wir mit der Charité eben vor allem das Produkt entwickelt hatten für Ärzte und dann aber auch in der Medizinproduktewelt, das heißt bei Implantaten und Herzschrittmachern und solchen Systemen, dort ist eben Papier, Excel und teilweise sogar auch noch Fax noch das Medium der Wahl und da setzen wir eben an und deswegen haben wir auch den Vergleich dann eben mit Excel gezogen, weil wo viele Forscher sagen, ja, für ihre Studien wird es sich gar nicht unbedingt lohnen, auf ein elektronisches, digitales Tool wirklich umzusteigen. Aber man konnte trotzdem zeigen, dass sich inklusive der ganzen Investition, die man am Anfang vielleicht noch tätigen muss in das Tool, um es zu lernen, wo wir auch sagen, das sollte nach 2 Stunden erledigt sein, aber genau, das haben wir trotzdem mit reinbezogen. Und dann konnte man trotzdem zeigen, dass insgesamt 50% der Dokumentationszeit gespart werden konnte und sogar 80% der Onboarding-Zeit, also Onboarding im Fall von eben das Tool einbauen in die Prozesse, dann jedem Beteiligten auch einen Account zur Verfügung stellen, sie involvieren. Und wenn man aber eben eine Studie über Excel durchgeführt hätte, dann hätte man eben einfach nochmal ganz anders kommunizieren müssen jeweils, was ein sehr viel größerer Aufwand ist, bis man dann wirklich starten kann. Und diese Zeit konnten wir reduzieren. Also ich merke schon, es ist einfacher, deutlich einfacher. Und gerade wenn ich habe jetzt die Mediziner, also die Ärzte in eigener Praxis angesprochen, aber natürlich ist es insbesondere auch wir haben ja über die klinischen Studien auch gesprochen, über Universitäten, über Krankenhäuser und so weiter, sehr, sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Du hast eine Sache jetzt gerade gesagt, die, glaube ich, das Problem schon grundsätzlich beschreibt, was wir mit dem Thema Digitalisierung haben, dass viele immer noch denken, ach, es geht auch ohne und es geht noch auf dem alten Weg, beziehungsweise es geht noch mit dem alten Weg. Das mache ich vielleicht im Moment auch an der einen oder anderen Stelle stimmen, aber wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken und vor allen Dingen auch überlegen, wie kriegen wir die Masse an Daten so gut vorgestellt, aufbereitet, dass wir letztendlich auch Rückschlüsse daraus ziehen können, beziehungsweise
die Daten, die wir brauchen, eben so einsetzen können, wie es, du hast vorhin das Thema präventive Medizin, personalisierte Medizin angesprochen, anwenden und einsetzen können, ist eben das Thema Digitalisierung ein zentrales Thema. Erste Frage dazu, warum glaubst du, dass das noch nicht angekommen ist? Zweite Frage sofort hinterher, gibt es für dich einen gangbaren Weg zu sagen, ja, das wäre ein guter Ansatz, damit wir alle mehr, also alle Beteiligten am System mehr zum Thema Digitalisierung beitragen können? Na, also zur ersten Frage, da habe ich mich wirklich viel damit beschäftigt, weil mich das auch immer wieder ja, stark interessiert hat, was da die Barrieren und Probleme sind. Und da finde ich eine Studie von Bertelsmann ganz interessant, aus dem Jahr 2017 war die, glaube ich. Da hat Deutschland im internationalen Vergleich sehr schlecht abgeschnitten. Wir waren vorletzter Platz dort in Sachen Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und da waren drei Aspekte genannt. Und einerseits eben auch so die Unterstützung vom Staat und die Maßnahmen, die man treffen kann. Mhm. Und da bin ich mittlerweile der Meinung, dass es da dann doch relativ viele Initiativen gibt. Also gerade jetzt in den letzten ein, zwei Jahren hat er dann doch das Gesundheitsministerium relativ viele Vorstöße gebracht, sind teilweise auch umstritten, aber ich denke, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Was aber da eben einer der Aspekte war, der mich sehr stark bestätigt hat, sozusagen in den Erfahrungen, die wir gemacht haben, war tatsächlich die Digital Readiness, also wirklich so dieses, sozusagen die Bereitschaft, was zu starten und dementsprechend auch dann, also die Digital Literacy. Und ich glaube, es mangelt einfach ganz oft an der eigentlichen Überzeugung, dass eben digitale Tools besser sind. Und ich glaube, dass man dort auch mehr und mehr mit auch wirklich Daten und Fakten arbeiten muss, je nach Typ Mensch. Manche werden eher über Zahlen überzeugt, manche dann eher über die Emotionen, was es auch was man damit erreichen kann vielleicht oder was es einem bringt, aber man muss die Leute abholen. Und dort, finde ich, hat es oft noch gemangelt. Und ich merke aber wirklich, was sehr schön ist in unserem Berufsalltag, wenn ich mit auch Ärzten vor allem spreche, weil letztlich sind die Ärzte die Hauptanwender von unserem Produkt, dann scheitert es ganz oft nicht an dem Thema, ja, irgendwie kein Geld oder keine Zeit, das einzuführen, sondern eher so die Frage nach dem Mehrwert. Und wenn man ihnen diesen Mehrwert gut aufzeigen kann und vor allem auch individuell auf sie eingeht und erstmal rausfindet, was brauchen sie denn eigentlich, was möchten sie, was ist ihr Ziel, was möchten sie erreichen mit ihrer Praxis, mit den Patienten und im Alltag, und man dann darauf eingehen kann, das ist, finde ich, so der Schlüssel zur Digital Readiness. Und deswegen finde ich, ist es extrem wichtig, sich da auch wieder in dem Fall sehr interdisziplinär und aus unterschiedlichen Ecken mal an einen Tisch zu setzen und die Leute wirklich auch abzuholen. Das fände ich wirklich schön, wenn es da mehr Initiativen auch gäbe und ja, mehr Brückenbauer. Also dieses Thema Bereitschaft, mir ist gerade ein Gedanke gekommen, ich habe letztens mich mit jemandem unterhalten, der beschäftigt sich sehr stark, kommt aus der Führungsriege, beschäftigt sich sehr stark mit dem Thema, ich habe mir den Begriff gerade nochmal aufgeschrieben, emotionale Aufnahmebereitschaft und Berechtigung. Also auf der einen Seite, wie bereit bin ich tatsächlich, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, auch von der Seite der emotionalen Komponente her, und welche Berechtigung hat mein Gegenüber, aus meiner Sicht, mir das gerade zu sagen. Also du hast gerade gesagt, dieses Thema, wo ist mein Mehrwert? Und das ist für mich immer das Thema Berechtigung, also und Aufnahmebereitschaft auf der einen Seite. Ist ein bisschen kompliziert und komplex, dieses Thema, aber er hat mir das so erklärt, sagt er, wenn du deinem Sohn, wie alt ist dein Sohn? Ich sage, mein Sohn ist 17, wenn du dem sagst, geh mal zum Friseur, weil ich finde, du hast so lange Haare, dann ist weder aus der Sicht meines Sohnes die Berechtigung da, dass ich ihm das sage, und noch weniger ist aber die emotionale Aufnahmebereitschaft da. Mhm. Wenn aber ein Mädchen, das er total hübsch und nett findet, ihm sagt, immer, ich finde dich mit kurzen Haaren viel schöner, dann ist die Chance relativ groß, dass sie die Berechtigung dazu hat und auch seine emotionale Aufnahmebereitschaft in dem Moment. Und das finde ich ja hochspannend, und ähnlich kann es ja wahrscheinlich mit dem Thema Digitalisierung sein. Du hast es gerade genannt, er muss ja einen Sinn dahinter sehen und seinen persönlichen Vorteil. Heißt das, wir müssen, du hast gerade interdisziplinär gesagt, wir müssen uns einfach mehr auseinandersetzen, mehr schulen oder mehr kommunizieren oder noch mehr Möglichkeiten offenbaren? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, alles, was du gerade erwähnt hast, ist grundsätzlich sinnvoll anzusetzen. Und ich glaube, also oder beziehungsweise ich glaube, dass so Fortbildungen und Schulungen grundsätzlich sehr sinnvoll auch sind. Wobei es da wahrscheinlich immer eine Selbstselektion dann wiederum gibt von den Ärzten, die eh schon bereit sind, das zu tun. Es muss auch immer aus einer intrinsischen Motivation heraus erfolgen, sonst ist das Ganze, glaube ich, auch zum Scheitern verurteilt. So der Umgang, den wir jetzt gewählt haben, und ich glaube, da haben wir jetzt auch nicht den ganzheitlichen Überblick über alle Schulungsangebote oder Möglichkeiten, aber ich finde, das war auf jeden Fall in der Vergangenheit ein recht erfolgreicher Weg, und wir finden, ja, oder wir möchten den jetzt erstmal weitergehen, ist wirklich die persönliche Abholung, und zwar basierend auf so kleinen Fokusgruppen oder Expertenmeetings. Das müssen gar nicht immer unbedingt Hunderte oder Tausende Ärzte sein. Ich glaube, da, das ist dann wieder einfach eine sehr große Masse, wo dann die Einzelnen untergehen, sondern wir hatten es zusammen mit einem Hersteller von Implantaten gemacht, dieses Treffen. Das wird eh jedes Jahr organisiert von dem Hersteller, eben zusammen mit ungefähr 30 seiner Hauptkunden oder auch einfach ausgewählten Kunden, die grundsätzlich mal eine gewisse Bereitschaft zeigen, sich zu informieren über neue Produkte. Das ist schon mal ganz toll gewesen, dass dann eine gewisse Offenheit und Neugier da war für Neues, aber gar nicht unbedingt auf dem digitalen Bereich. Also da gibt es auf jeden Fall auch Skeptiker in der Runde, und es war eben sehr spannend dann zu sehen. Wir hatten dann eben dort einen Nachmittag zusammen verbracht mit eben diesen ungefähr 30 Ärzten aus verschiedensten Praxen aus Deutschland, teilweise auch Kliniken. Und dort haben wir dann eben unter anderem neben dem Thema MDR, also die Medizinprodukteverordnung, die ja wahrscheinlich jetzt auch den meisten Ärzten mittlerweile ein Begriff ist, die jetzt nächstes Jahr im Mai in Kraft gesetzt wird, hatten wir neben diesem großen Thema dann auch eben ein konkretes Tool vorgestellt. Das war dann eben unser Software-Tool für die Erhebung von Daten auf eine digitale Art und Weise. Und wir wussten davor auch absolut nicht, wie das auf Anklang stoßen wird und was die Reaktion sein wird. Das hat uns, also sowohl den Hersteller als auch uns, einfach mal interessiert. Und die Frage davor war auch immer: Oh je, ja, wir müssen noch überlegen, wie viel wir den Ärzten dann zahlen müssen als Incentivierung und Motivation, dass sie das nutzen. Also ich meine, Geld ist ja natürlich auch immer ein gewisser Faktor, wie man Aufwand kompensieren kann. Ist ja auch total logisch und fair. Gleichzeitig haben schon viele Ärzte im Vorfeld gesagt, dass sie nicht unbedingt das, also sozusagen die MDR unterstützen können, oder sie wissen gar nicht, wie das gehen soll, dieser zusätzliche Aufwand. Und als wir dann fertig waren mit der Präsentation, war es wirklich interessant, weil einige Ärzte dann sich gemeldet haben und gefragt haben, wie viel denn sie das Tool kosten würde, wenn sie es in ihrer Praxis einsetzen. Also es war wirklich eine total überraschende Wendung. Und was der Knackpunkt war dort, denke ich, war das Thema Einblicke in den Ablauf der Praxis sozusagen und in den Erfolg der Praxis. Weil die meisten, die dort waren, hatten eben ihre eigene Praxis. Und selbst wenn nicht, dann haben sie eben im Rahmen der Klinik ihre Patienten versorgt. Und möchte jetzt mal unterstellen, dass die meisten Ärzte, die eben mit Leidenschaft bei der Arbeit sind, dann auch ein gewisses Interesse daran haben, dass die Patienten gut versorgt sind. Das kann auch aus einem betriebswirtschaftlichen Gedanken kommen oder eben auch aus einem rein menschlichen. Beides total fair. Und trotzdem, also letztlich ging es den Ärzten darum, dass sie eben besser wissen und verstehen, wie eben die einzelnen Implantate eben dann beim Patienten ankommen und vor allem, wie sie sich auswirken auf die Gesundheit des Patienten und vielleicht auch auf die Lebensqualität. Und wenn man da diesen Erfolg des implantierten Gerätes dann eben einsehen kann und das auf eine sehr einfache Art und Weise, das ist da auch zum Glück gut rübergekommen, dann haben die Ärzte gesagt: Okay, wow, das ist wirklich toll, wir tappen im Dunkeln und wir möchten jetzt erstmal sehen. Und plötzlich wird diese eigentliche Arbeit, also die Arbeit der Datenerhebung, die vielleicht ein paar Minuten mehr kostet nach einer OP, wird nicht mehr als Arbeit gesehen, sondern als Investition. Und das war ein sehr schöner Punkt, den wir gesehen haben. Und da ist uns richtig aufgefallen: Okay, man muss die Ärzte dort abholen an den Bereichen, die sie interessieren. Und jetzt gehen wir mehr und mehr in diese Bereiche rein. Es gibt natürlich noch viele
weitere Fragen und Themen, die wir noch herausfinden möchten, was die Ärzte interessiert. Aber das ist jetzt zumindest schon mal ein großer Bereich, der sie anscheinend fasziniert hat. Ja, und das ist der, das, was du vorhin angesprochen hast, der Sinn dahinter, ne? Wirklich zu sehen, es bringt mich in meinem Alltag weiter, in meiner unternehmerischen Denke weiter oder auch in der Versorgung für die Patienten. Mir ist jetzt gerade der Gedanke gekommen, wenn wir mal zum Beispiel das Thema Telemedizin nehmen würden, das hat ja letztendlich auch was mit diesem Thema zu tun. Wäre es auch möglich, also etwas auszuweiten, also diese Studien auszuweiten, zum Beispiel auf Anwendungsgebiete wie die Telemedizin? Ja, absolut. Wir haben auch schon manchmal mit dem Gedanken gespielt, ob man sich jetzt nicht in diesem Bereich, also wirklich in der Homecare oder in der Versorgung von Patienten wirklich zu Hause, dann auch im Alltag eben berufen kann, beziehungsweise kann man ja auch im Rahmen von Studien wiederum Telemedizin, also Videosprechstunden einsetzen. Das ist genau. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt. Wie wir das jetzt konkret gerade schon machen, ist wirklich über so ein digitales Tagebuch. Das heißt, der Patient kann wirklich von zu Hause eben seine Symptome jeden Tag oder jede Woche, je nachdem, wann es gefragt ist, dort eingeben und dadurch wird dann auch wiederum der Datenpunkt in Echtzeit an das System gemeldet. Das ist dann eben egal, ob das dann eben entweder ein Arzt im System selbst macht oder eingibt oder ob das der Patient von zu Hause aus macht. Das heißt, alle Datenpunkte werden aggregiert, gesammelt und diese Fragebögen zur Lebensqualität eben oder vielleicht zur Symptomatik im Rahmen von einer Erkältung oder vielleicht sogar im Rahmen von Corona, das ist tatsächlich auch gerade ein wichtiger Anwendungsfall von unserem Produkt, können dann eben ganz regelmäßig erhoben werden, ohne eben den direkten Kontakt zum Arzt. Und wenn es dann eben noch zusätzlich Fragen gibt, kann der Patient auch über unsere Plattform dann entsprechend reagieren und Daten eingeben. Und es soll auch bald eine Chatfunktion geben. Aber vielleicht eben, ich finde es auch schön, dann dieses wirkliche 1-zu-1-Kommunikation auch zu haben, bei der man sich auch sieht. Ich glaube, das wäre auch sehr schöne Integration eigentlich in unser System. Ist es angedacht in Zukunft, du hast gerade über diese Schulungen gesprochen, die in Anführungsstrichen offline stattfinden, also wo ihr Ärzte eingeladen habt, präsentiert habt, vorgestellt habt, vielleicht auch über euer Tool gemeinsam eine, ich nenne es jetzt mal digitales Meetup durchzuführen, wo man sagen kann, da möchten wir informieren, da dienen wir tatsächlich übergeordnet auch so ein bisschen als Weiterbildungsplattform in diesem Segment. Super Punkt, ja. Wir hatten letzte Woche unser allererstes eigenes Webinar gehalten. Das ist auch auf großen Andrang gestoßen. War wirklich interessant zu sehen, dass es halt einfach auch gerade fast noch eine Nische ist, leider Gottes, das Thema Digitalisierung dann im Rahmen von Studien. Und gerade auch im Bereich der Medizinprodukte, das ist jetzt gerade auch ein bisschen so ein Fokuspunkt von uns. Und da haben wir uns danach auch gedacht, weil da auch dann tolles Feedback im Anschluss kam, dass es vielleicht sinnvoll ist, wenn wir dort auch eben so eine kleine Fokusgruppe, eine kleine Community daraus bauen. Das finde ich sehr schön. Es gibt ja natürlich auch schon zahlreiche andere Plattformen und Communities, was Tolles. Aber ich glaube, da hat jeder auch einfach nochmal so seinen Schwerpunkt. Und wenn es am Anfang klein, aber fein ist, finden wir das immer besser, als irgendwie zu viel auf einmal zu wollen. Ja, sehr schön, weil ich glaube, dass auch spezialisiert es durchaus viel Sinn macht, das auf seiner Plattform zu bringen oder zu belassen, hätte ich fast gesagt. Also, dass man eben weiß, in dem Segment kann ich mich da oder da weiterbilden. Ich glaube aber, dass es auch eine wirklich gute Möglichkeit darstellt, das ganze Thema mehr und mehr in die Köpfe zu bringen und Vorteile zu generieren, indem ich einfach informiere und dazu eben das Vorhandene auch nutze. Jetzt hast du gerade schon einen Stichpunkt genannt, den ich mir auch aufgeschrieben habe, zum Thema Start Small. Ich habe einen Satz gelesen, den du gesagt hast, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich es richtig zusammenkriege, wie wenn man etwas, wie so Gedankengänge sind, habe ich von dir gelesen, Think Big, Start Small and Move Fast. Das fand ich sehr schön in dem Zusammenhang Gründung, Aufbau des Unternehmens. In welchem Kontext kam das zusammen? Wie kam dieser Dreiklang zustande? Ich glaube, das ist tatsächlich ein Dreiklang, den man immer wieder im Internet sieht. Also es ist ja schon so ein klassischer Gründerspruch, glaube ich. Also vielleicht hat es einer der Unternehmer wie Eric Ries oder Peter Thiel gesagt. Müsste ich vielleicht das selber nochmal nachschauen. Aber ansonsten ist es für mich einfach auch so zu so einem richtigen Leitsatz geworden. Und dieses
Think Big ist für mich wirklich so ein Denken, dass man, also ich sage immer als Unternehmer, ja, aber es können, glaube ich, auch Leute, die in einer großen Klinik oder in einem großen Unternehmen arbeiten, auch innerhalb des Unternehmens ein Unternehmergeist sein und den auch besitzen. Deswegen finde ich das eigentlich einen schönen Leitspruch auch für jeden Menschen. Und dieses Think Big ist wichtig, dass man eben an eine Vision glaubt, große Ziele hat und da auch manchmal ein bisschen vielleicht vermeintlich eine gewisse Naivität an den Tag legt, weil man so darauf beharrt, dass das Ziel auch erreichbar ist. Mhm. Also ich glaube, das ist wichtig, weil sonst würde man es immer viel zu klein denken und auch entsprechend weniger erreichen. Deswegen war das so eine extreme Motivation, die mich jeden Tag bewegt. Und dann aber dieses Start Small, das ist wie gerade eben angedeutet mit dem Webinar und der kleinen Community. Ich habe öfter mal gemerkt, wenn man sich zu viel auf einmal vornimmt, das kann man auch im Tageskosmos sehen. Also man möchte heute 50 To-Dos erledigen, dann schafft man am Ende weniger, als wenn man sich einfach mal 10 vornimmt und das abarbeitet. Das heißt, so diese kleinen Schritte und dann auch die ersten Meilensteine auch wirklich mal zu feiern und sich bewusst zu werden, was man dann schon alles erreicht hat auf dem Weg zum großen Ziel, das finde ich auch sehr motivierend, wenn man da dann eben kleine Erfolge feiert und dann an kleinen Schritten und Zielen arbeitet. Und dann aber auch dieses Move Fast, weil man auch eben einfach in unserer heutigen Hochgeschwindigkeitswelt wirklich auch loslegen muss. Also das ist für mich so ein bisschen der Punkt, einfach mal machen und auch nicht so viel Sorge haben, was ist denn der erste kleine Schritt, den ich jetzt machen sollte, was ist denn der beste Schritt, sondern einfach ausprobieren. Also für mich ist wirklich das Thema Experimentieren ein essentieller Weg, um schnell auch kleine Fehler zu machen, aber je kleiner eben diese Feedback-Zyklen sind, desto weniger problematisch ist es und deswegen kann man auch extrem viel lernen, gerade an, ehrlich gesagt, wirklich an den Fehlern. Das ist nicht platt gesagt, das ist uns allen so gegangen. Und ich habe das Gefühl, dass man sich eben, wenn man sich einmal die Finger verbrannt hat, an welchen Themen auch immer das ist, dann möchte man das nicht nochmal haben, weil es war ja ein gutes Gefühl und das trägt einen. Und deswegen ist man dann umso mehr darauf bedacht, das beim nächsten Mal einfach auch wieder anders zu machen. Und man, also es ist eine extrem steile Lernkurve dadurch. Auch nochmal finde ich sehr wertvoll, dass du das sagst, das Thema Fehlerkultur durchaus auch seinen Platz haben muss, gerade im Unternehmertum, was für den Arzt und Mediziner immer ein großes Problem ist, Fehler zu machen. Ne? Jetzt nicht nur im medizinischen Kontext, sondern das ist eins, was ich immer wieder erlebe, das habe ich auch schon ganz oft hier gesagt, dass der Arzt halt einfach Sorge hat, Fehler zu machen und weil es eben ihm, seinem Stand, seiner Öffentlichkeit nicht gerecht wird, zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, dass es aber wichtig ist, als Unternehmer diese Fehler zu machen, um daraus zu lernen und genau das zu erreichen, was du gerade gesagt hast. Das wird vielleicht durch die Start-up-Kultur neu geprägt und auch nochmal neu mit eingebracht, dass es möglich sein darf und auch möglich sein muss, diese Fehler zu machen, wenn man dann daraus lernt. Ne? Sollte man nicht 50 Mal in die gleiche Richtung den Fehler machen, das wäre sicherlich fatal. Genau. Wir sind schon eine Dreiviertelstunde im Interview. Das geht immer super schnell und ich habe noch ganz viele Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, möchte aber zum Schluss mit dir, wie ich das mit allen Interviewgästen mache, nochmal die kurze Frage, kurze Antwortrunde machen und steige einfach mal ein mit der Frage, die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht, sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren? Ja, also für mich wäre natürlich die große Hoffnung, dass sich die Medizin hin zu einer digitalisierten Medizin entwickelt. Das heißt aber dann in allererster Linie, dass Digitalisierung da hilft, das Leben dann auch von den Menschen leichter zu machen und dass dadurch die Menschen auch wieder mehr Zeit haben, also das medizinische Fachpersonal und Ärzte, dass sie entlastet sind und mehr Zeit haben für die wirklich wichtigen Dinge. Also für mich heißt es nicht Digitalisierung gleich Automatisierung und dadurch weniger Menschen, sondern eigentlich mehr Vermenschlichung und mehr Möglichkeiten, sich wirklich in die Patienten einzufühlen und Zeit für sie zu haben. Das wäre mein großes Ziel. Und da finde ich einen Spruch ganz interessant, der heißt, digitale Tools werden Ärzte nicht ersetzen. Aber Ärzte, die digitale Tools anwenden, werden diejenigen Ärzte ersetzen, die sie nicht anwenden und weiterhin analog arbeiten. Also das war mal so ein Spruch über AI, also künstliche Intelligenz und kann man auch auf digitale Tools anwenden. Also dass da die Ärzte mit der Verwendung dieser Tools wirklich einen Wettbewerbsvorteil haben werden. Toller Satz.
Das habe ich noch nicht gehört, in dem Zusammenhang tatsächlich nicht. Es geht ja immer um das Thema Ersetzen oder Ergänzen, aber vielleicht ist es tatsächlich mal, das muss man mal ein bisschen sacken lassen und dann nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, ein schöner Gedankenanstoß. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Gesundheit bedeutet für mich vor allem, dass man sein Leben beschwerdefrei und in Würde genießen kann. Also letztlich hat für mich Gesundheit mit ganz viel Lebensqualität und Lebensfreude zu tun. Und deshalb ist für mich Gesundheit auch das höchste Gut und letztlich auch ein Fundament für alles, was das Leben dann am Ende lebenswert macht, wie zum Beispiel Liebe, Freude, Erfüllung im Beruf und in der Freizeit. Also weit vor irgendwelchen materiellen Gütern eigentlich. Sehr schön. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer haben? In allererster Linie ganz viel Empathie. Und das ist auch unser Leitspruch oder beziehungsweise unser Leitwert im Unternehmen. Und was wir schön finden, ist, dass es im Arzt-Patienten-Verhältnis ja eh schon extrem wichtig ist und die meisten Ärzte aus ihrer Berufung heraus auch schon in gewisser Weise mitbringen. Aber im Rahmen eines unternehmerischen Arztes ist es dann auch hinsichtlich der eigenen Mitarbeiter und der Partner oder Kunden sehr bedeutend. Also sich in die Bedürfnisse und Wünsche auch anderer hineinzuversetzen und dann entsprechend nachhaltig und sinnvoll zu handeln. Mhm. Damit verbunden ist auch eine große Neugier, die man als Unternehmer immer braucht, denke ich. Also die Gier nach Neuem, nach Innovationen. Da ist mir vorhin auch das Stichwort emotionale Bereitschaft eigentlich nochmal eingefallen. Mhm. Das passt da in diesem Bereich auch sehr gut. Also Dinge verstehen wollen, hinterfragen, den Status quo auch immer wieder zu herauszufordern und nicht stillstehen, sondern daran arbeiten, sein eigenes Leben und das seiner Patienten dann stetig zu verbessern. Mhm. Man merkt, dass das auch eins deiner Themen ist. Du bist ja bei euch für den Bereich Personal, Marketing und Vertrieb verantwortlich, vor allen Dingen. Dann ist es auch dein Thema, genau. Gibt es ein Buch oder einen Film, das dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Ja, da gibt es einige und ich habe jetzt auch in der Corona-Zeit umso mehr gelesen. Aber ein Buch, das ich vor 1,5 Jahren gelesen hatte und das mich sehr geprägt hat, war eigentlich die Trilogie von Yuval Noah Harari und da insbesondere das Buch Homo Deus. Das ist ja wirklich ein weltweiter Bestseller. Kennst du das? Ja, ich habe das Buch gerade hier ins Bücherregal, das liegt da oben. Genau, also dort, ich fand es einfach also hervorragend und wahnsinnig toll, wie tiefgründig er argumentiert und wie, was für ein Menschenfreund er irgendwie ist und trotzdem also die ganze Welt in einer Form sieht und sehr, sehr reflektiert einfach an die Sachen rangeht. Und das war für mich dann auch einer der Hauptgründe am Ende, warum ich jetzt gerade wieder zur Vegetarierin geworden bin, nachdem ich es als Teenager mal für ein paar Jahre war, weil er einfach zeigt, wie die ganze Welt zusammenspielt. Das finde ich sehr schön. Ja, das stimmt. Ein sehr, sehr inspirierendes Buch. Nicht nur das, du hast von allen dreien gesprochen. Also wer die noch nicht kennt, sollte die auf jeden Fall mal gelesen haben, auch wegen des ganzheitlichen Ansatzes. Ja, zum Schluss, die letzte Frage ist immer nicht ganz uneigennützig hier für uns, für den Business Talk Podcast. Gibt es vielleicht jemanden, den du uns empfehlen würdest für diesen Business Talk Podcast oder den du vielleicht einfach mal im Interview hören wolltest? Ja, ich kenne da zwei Personen, die ich schon kennenlernen durfte, teilweise nur digital, aber eine Person, die ich super finde, ist der Felix Hoffmann, ein junger Arzt, der gerade sein PJ an der Charité zu Ende bringt und vor seinem Medizinstudium BWL studiert hatte. Also es finde ich schön, dass er eben das medizinische Fachwissen mit Unternehmergeist kombiniert. Es macht immer Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Und dann noch der Max Tischler, den hatte ich auch erst vor ein paar Wochen kennengelernt und auch ein sehr spannendes Gespräch dann im Nachgang geführt. Er ist Sprecher des Bündnis Junge Ärzte und selbst ein sehr unternehmerisch denkender und innovativer Arzt. Wären beide, glaube ich, sehr spannende und erfrischende Gesprächspartner. Das stimmt. Zu dem Felix habe ich tatsächlich schon Kontakt. Wir haben es immer mal wieder versucht. Ich glaube, der hätte auch einen eigenen Podcast. Kann das sein? Ja, genau. Genau, ja, da war irgendwas. Ich weiß nicht, warum wir noch nicht zusammengekommen sind. Aber was ja nicht ist, kann auf jeden Fall noch werden. Super. Ja, Veronika, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich fand es sehr inspirierend, mit dir zu sprechen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen, weil du das Unternehmerische, das Thema digitale Gesundheit, aber auch ganz, ganz viel Empathie mit in deine Arbeit, das Merkmal einfach bringst und in das ganze Thema Gesundheit. Ich glaube, das ist unglaublich
wichtig, um auch eine neue Generation da so ein bisschen aufzubauen. Und deshalb ganz, ganz lieben Dank nochmal für dein Dazutun heute. Ich glaube, dass es für alle ein riesen Mehrwert war, sich einfach auch mal über Klimedo, also über alles das, was ihr da tut, zu informieren. Wir machen natürlich alle Verlinkungen zu euch in die Shownotes, und sodass jemand direkt Kontakt aufnehmen kann, wenn es da Fragen gibt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir beide uns auch mal persönlich kennenlernen, und spreche jetzt mal eine Einladung aus für unsere Veranstaltung Startup-Praxis am 7.11. in Bochum. Vielleicht finden wir da auch eine Möglichkeit, euer Unternehmen noch mal so ein bisschen vorzustellen. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Für alle die heute zugehört haben, schön, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis zur nächsten Woche. Bleibt unternehmerisch. Und das Schlusswort hat wie immer mein Interviewgast. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein. Und an alle Ärzte da draußen, bleibt unternehmerisch. Und gerade in Zeiten der Krise seht sie als Chance. Und ich freue mich, von euch zu hören über die unterschiedlichsten Wege. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss.